Braten 12 Zwiebeln 12 Knoblauchzehen 1-1 1,5 TL gemahlene Gewürznelken 1-1 Ölpulver 14 Lorbeerblätter 14 EL Mehl minus minus 5 Feinessig 1250 G Zuckersalz 1 Pfeffer. Rosieren und vierteln dabei Stielansätze Zwiebeln schälen, vierteln. Knoblauch taten Zwiebeln, Knoblauch und Gewürz. Eitentopf geben. Mehl und etwas irren und dazugeben. Restlichen Essig, Salz und Pfeffer dazugeben. Aufkochen bei mittlerer Hitze 2 Stunden köcheln. Es Sieb in einen Topf streichen. Mit minus minus 5 Kn. Ketchup aufkochen und offen lassen. In vorbereitete Flaschen oder verschließen. Auskühlen lassen und aufbewahren.